Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das Unboxing von der My Little Box Februar 2021. Das Motto ist Celeste und das heißt sowas wie himmlisch, habe ich gelesen. Und ich freue mich jetzt sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, welche Beauty-Produkte und auch Accessoires uns da drin erwarten. Und wenn ihr auch so gespannt seid wie ich und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, bevor wir starten, kurz ein paar kleine Fakten zu der Box. Die My Little Box ist eine Beauty- und Lifestyle-Box und manchmal kommen da auch schöne Dekoartikel. Häufig haben wir anstatt einer Box auch eine Tasche als Umverpackung. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Die haben sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Die kostet 17,90 Euro. Ihr könnt allerdings 5 Euro auf die erste Box sparen mit dem Code LITTLEFRANKA. Ich blende ihn euch ein. Und dann bekommt ihr die erste Box für 12,90 Euro. Meistens ist der Wert ein Vielfaches davon. Ich kann euch nicht immer alle Preise einblenden, weil manchmal hat die My Little Box eigene Produkte da drin. Da kann ich das dann nicht so richtig rausfinden. Aber in der Regel haben die mir super gut gefallen, weil das meistens so 97-98% natürliche Inhaltsstoffe sind. Dann sind das schöne Haarmasken, Gesichtsmasken, also es kann alles Mögliche sein. Wir werden es gleich sehen. Ich packe sie jetzt gleich auf und ich werde dann am Ende des Videos meine eigene Box an euch verlosen, denn ich bin selber schon seit, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren Kundin und immer wenn dann meine Box kommt, verlose ich die an euch. Die habe ich jetzt in PR 1, 2 Tage früher zugeschickt bekommen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst und ich werde euch auch am Ende des Videos wieder die Gambette Box zeigen. Die habe ich nämlich durch die My Little Box kennengelernt und das ist so ein Strumpfhosen-Abo. Auch da habe ich einen Rabattcode, aber das erzähle ich euch am Ende. Ich wollte es nur schon mal erwähnen, für den Fall, dass ihr es nicht verpassen wollt. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich setze euch auch einen Timestamp rein. Dann zeige ich euch den Inhalt von der Februarbox. Und ihr könnt auch dort eine Gambette-Box gewinnen. Also das heißt, in diesem Video gibt es 2 Verlosungen, wenn ihr so wollt. Bleibt einfach bis zum Ende dran, um die ganzen Details zu erfahren. Und wenn ihr generell keinerlei Beauty-Box-Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und Teil meiner Community werdet, aktiviert direkt auch das Glöckchen, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Denn ich lade immer dann die Videos hoch, sobald ich eine Box bekommen habe. Heute ist jetzt Samstag und ich habe die My Little Box bekommen. Und ich denke, dass ihr das Video heute oder spätestens am Sonntag sehen werdet. Und so, dass ihr Bescheid wisst, immer wenn ihr das Glöckchen aktiviert, bimmelt es irgendwann und dann habe ich ein neues Unboxing. Also ihr Süßen, dann jetzt lange genug rumgequatscht, jetzt mache ich die Box auf. Ich bin super gespannt und als erstes kommt mir wieder so eine richtig schöne Karte entgegen, denn die lassen das immer ganz liebevoll designen von Kanako. Das ist so eine Künstlerin aus Paris. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and right. Okay, also das Motto soll ja irgendwie himmlisch sein. Also bin ich sehr gespannt, welche Produkte man da wohl drin hat. Aber das sieht schon mal sehr süß aus, ne? So. Dann haben wir auch hier ein Schleifchen und ein kleines Säckchen drin. Häufig habt ihr die ganzen Beauty-Produkte von der Box immer in so einem Sack und auch die kann man super wiederverwenden. Ich mache dann so Ladekabel rein und lauter so ein Kram, was so lose rumfliegt. Und das finde ich dann immer ganz gut. So, ich zeige euch jetzt erstmal, was hier drin ist. Hier sind unterschiedliche Beauty-Artikel drin. Ich fange mal mit dem ersten an von My Little Box selbst und zwar Glorious Days Highlighter Visage steht hier drauf. Oh, cool. Das ist anscheinend ein Highlighter. Bin ich ja mal gespannt. So schaut der aus. Und das ist jetzt halt so ein Produkt, da kann ich euch den Preis nicht hinschreiben, aber das finde ich total süß. Das riecht nach nichts. Es ist ein Highlighter wahrscheinlich fürs Gesicht. Ich werde es mal swatchen. Wow, okay. Das sieht ja richtig schön aus. Das ist so ein Rosaton, sehr dezent, also kein Beaming-Highlighter, sondern eher so ein Highlighter, den man im Alltag tragen kann. Vor allen Dingen Creme-Produkte sind halt für den Alltag total tauglich und man hat einfach nur so einen ganz schönen Sheen, so einen ganz schönen Glanz auf der Haut, der sehr gesund aussieht, dass man nicht so fahl und matt ausschaut, ohne dass es jetzt zu intensiv ist oder dass man hier Glitzerpartikel oder sowas sieht. Das finde ich gut. Ich habe jetzt schon Highlighter drauf, auch in Puderform. Würde man jetzt da drauf nicht sehen, aber ich blende euch den Swatch ein. Finde ich sehr schön und wahrscheinlich hat es auch ganz gute Inhaltsstoffe, weil das meistens bei My Little Box so ist, ne? Ist auf jeden Fall in Frankreich hergestellt und kann man für die Lippen und fürs Gesicht verwenden. Sehr cool.
Dann haben wir als nächstes eine Maske von Filorga. Das ist eine Age Purify Mask, die gegen Falten und auch gegen Pickelchen wirken soll. Okay, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Mit einer doppelten Korrekturwirkung gegen Falten und Unreinheiten. Ganz genau. Und Filorga ist so eine Marke, die kannte ich auch schon von diversen Beautyboxen, die relativ teuer ist. Also ich glaube, dass das schon mal ein sehr hochpreisiges Produkt ist. In einer kleinen Samplegröße mit 7 ml. Aber kann man gut 2, 3 Mal testen. Ich gucke mal, ob hier irgendetwas auf dem Zettel draufsteht. Nee, da steht nur etwas über den Highlighter, wie man den verwendet, wie der im Gesicht ausschaut. Ja, das finde ich süß. Das finde ich doch ganz schön. Und da stehen auch die Inhaltsstoffe drin. Ja, aber leider steht nichts zu den anderen Produkten. Das ist manchmal so, dass die das nicht hinschreiben. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich versuche es euch trotzdem umzurechnen und einzublenden. Und dann haben wir hier noch als drittes Produkt drin ein Hyaluronsäure-Micellenwasser von Eucerin. Das ist für sensible Haut. Es ist ein 3-in-1-Micellenwasser. Es ist wirklich eine sehr kleine Größe, muss man sagen. Aber ich denke mal, ausprobieren werde ich das auf jeden Fall. Ich verwende Micellenwasser, um so Swatches zu entfernen, um Augen-Make-up zu entfernen, weil nicht jeder Reinigungsbalsam löst mir so gut Augen-Make-up. Dafür finde ich das sehr praktisch und das werde ich auf jeden Fall mal austesten. So, und dann haben wir hier aber noch weitere Beauty-Produkte, sehe ich gerade, nämlich ein Tiefenreparatur-Shampoo von John Frieda. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Ich liebe diese John Frieda-Produkte. Ich habe davon immer diese Wunder, so ein Frizz-Gel, das habe ich mir zig Jahre lang nachgekauft. Und auch die Shampoos und Kuren habe ich häufig probiert. Und in der Drogerie, finde ich, ist das eine super Marke. Ich rieche mal hier dran. Es könnte sein, dass es so ein bisschen nach Honig riecht. Oh, das riecht ganz angenehm. Okay, das riecht echt nicht schlecht. Das riecht in der Tat nach Honig. Das finde ich richtig gut. Das würde ich auf jeden Fall austesten. Es kann jetzt sein, dass ihr unterschiedliche Artikel drin habt, nur dass ihr euch da nicht wundert. Gerade bei den Beauty-Produkten ist es bei der My Little Box schon ein bisschen unterschiedlich. Also es kann sein, dass ihr wahrscheinlich den Highlighter habt, werden wahrscheinlich alle haben, aber diese anderen drei Produkte, die können wahrscheinlich schon ein bisschen variieren, würde ich jetzt mal annehmen, ne? So, und das war es aber noch bei weitem nicht, sondern wir haben jetzt natürlich auch noch ein paar Lifestyle-Artikel. Und zwar Tombé du Ciel. Was ist das? Vom Himmel geschickt. Kosmische Schälchen. Schlüssel, Schmuck, Steine, Klimpergeld. Ah, das ist vielleicht irgendwie eine Schale, wo man solche Accessoires oder so Schlüssel und sowas reintun kann. Das finde ich immer gut. Moment, mal gucken, wie das ausschaut. Ich nutze die Sachen von My Little Box total, ne? Das ist echt. Ich finde es immer so süß und ich habe da ganz viel bei mir rumstehen. Also das ist die Schale. Ups. Und das ist quasi wie so ein, wie soll man sagen, Sonne und Mond oder so ein Vollmond und ein Halbmond könnte man zusammenlegen. Und dann kann man hier zum Beispiel Ringe reinmachen und hier irgendwas anderes drauflegen. Also so als Deko quasi. Finde ich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein schönes Design und mal was anderes, ne? Ich sag mal, ob man sich das jetzt immer alles hinstellt und ob man immer einen Platz dafür findet, ist die Frage. Aber ich finde es vom Design her echt ganz schön. Was ich ja rauf und runter benutzt habe, ist eine Zitronenpresse. Das hatten sie mal drin. So ein kleines Teil. Also die haben immer irgendwie so ein witziges Keramikteil drin, was ich eigentlich ganz cool finde. Und das nächste, was wir haben, ist hier der Stein der Weisen. Okay. Was soll das sein? Das ist ja auch witzig, okay. Also vor allen Dingen auch die Verpackung, ne? Das ist echt voll süß gemacht. Ich weiß immer gar nicht, wie man das aufmachen soll. Ah, okay. Und zwar haben wir hier Schnick Schnack Magique. Das ist echt putzig. Eine Kette, würde ich sagen. Und das sieht aus wie so ein bisschen marmoriert. Und hinten dran ist die Kette, die ist relativ lang. Das ist ja interessant. Leg dein Schicksal in die Hände dieses kleinen Medaillons. Sein Stein hat übersinnliche Kräfte. Seine Superkraft, blauer Marmor, ist ein Stein, der dich mit seiner antreibenden Kraft bei allen Entscheidungen unterstützen wird. Seine Stärken, Kraft und Ausgeglichenheit, sobald du ihn um den Hals trägst, läuten auch schon magische Stunden. Okay, dann muss ich den natürlich sofort ummachen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt irgendwie davon ausgegangen, dass das wie so ein Pendel ist, was man nehmen kann, wenn es dann in eine Richtung schwingt, ob dann ja oder nein ist oder keine Ahnung.
Kann man natürlich auch so nutzen. Aber die Kette ist wirklich sehr süß. Ihr habt hier solche kleinen Kugeln dran. Und das kann man auf jeden Fall ganz gut benutzen. Ich meine, ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Modeschmucktyp, ne? Das sage ich euch ja auch. Aber die ist eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Ja, das finde ich eigentlich ganz putzig. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Okay, ich lasse die jetzt mal drum, weil ich habe gar nicht so lange Ketten. Insofern passt das eigentlich für mich. Und dann haben wir noch was. Und zwar ein Tarot. Oder was ist das? Sind 22 Karten. Celeste, dein neuer Lebenskompass. Die Herrscherin, die Näherin, die Richterin. Du kannst dein Pokergesicht ruhig fallen lassen. Denn mit diesen 22 Tarotkarten wirst du es nicht mehr brauchen. Erlerne mit uns einfach das Tarot de Marseille und folge dem Kaninchen oder besser gesagt deiner Intuition. Das ist ja voll lustig, was die sich für Gedanken machen, ne? Also ich sag mal, die Beauty-Produkte haben jetzt vielleicht diesen Monat nicht so einen hohen Wert, aber alleine diese Liebe zum Detail und diese süßen Karten und alles, finde ich das ziemlich gut. Ich zeige euch jetzt mal dieses Spiel. Wie funktioniert das Spiel? Jede Karte hat ein kleines Extra, Attribute und Accessoires, die bestimmte Werte oder Tugenden verkörpern. Dieses kleine Universum ermöglicht es dir mit seiner Symbolik, die Antworten auf deine Fragen zu finden. Und öffnet den Raum für deine ganz persönliche Interpretation. Wollen wir die ersten Kartenziehungen wagen? Scanne einfach den unten stehenden QR-Code mit der Kamera und lass deiner Intuition auf die Sprünge helfen. Okay, also ihr habt hier einen QR-Code, um quasi die Symbolik wahrscheinlich leichter zu deuten. Aber ihr könnt natürlich auch selber euch überlegen, was könnte das jetzt bedeuten, ne? Und ihr habt dann solche Karten wie der Magier, die Päpstin, die Herrscherin. Also, das ist ja echt toll. Also, ich muss sagen, das gefällt mir jetzt richtig gut. Das kann man natürlich für sich selber nutzen, wie man will. Und ob man daran glaubt oder nicht. Aber einfach, um über eine Sache intensiver nachzudenken, ist es ja manchmal auch nicht schlecht, ne? Also, insofern, ich finde es gut. Ich werde es auf jeden Fall mal austesten und auch mal hier scannen, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Sehr schön. Also ich muss sagen, die Box finde ich richtig, richtig süß. Sie ist jetzt zwar wahrscheinlich vom Wert nicht ganz so extrem, wobei ich dieses Kartenspiel natürlich nicht so richtig beziffern kann, aber ich finde, bei der My Little Box geht es nicht so ganz immer nur um den Wert, sondern einfach so um diese Liebe zum Detail. Das finde ich richtig cool. Dann dieses kleine Keramikteil, was man sich hinstellen kann, einfach für Schlüssel, für alles Mögliche zur Dekoration. Finde ich auch ganz süß. Die Kette könnte ich sogar tragen, so. Würde gar nicht so schlecht passen, muss ich sagen. Und die drei Beauty-Artikel gefallen mir auch. Am besten gefällt mir allerdings, muss ich sagen, der Highlighter und das Shampoo. Dieses Micellenwasser, klar, kann ich mal ausprobieren, aber das ist für mich eher wie so eine Testergröße. Und diese Maske, die wird schon einen ganz schön hohen Wert haben, wobei sie auch in einer kleinen Testergröße ist, muss man ganz klar sagen. Schlecht finde ich es aber trotzdem nicht. Und ich habe gerade gesehen, im nächsten Monat, im März, haben die eine Kooperation mit Caudalie. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Box dann relativ schnell ausverkauft ist. Das heißt, falls ihr diesen Monat abonniert und diese Box bekommt und dann nicht kündigt, dann erhaltet ihr auch direkt die März-Box. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das richtig lohnt. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, weil es kann passieren, wenn ich euch die März-Box vorstelle, dass sie dann schon ausverkauft ist. Das hatten wir jetzt ganz häufig bei so coolen Kooperationen, dass das dann immer weg war. Das heißt, wenn ihr mit der Box auch happy seid, würde ich euch eher empfehlen, diese schon zu nehmen, damit ihr auch die Caudalie-Box bekommt, weil das wird garantiert wieder ein Brett vom Wert, wenn ihr eher auf sowas steht. Aber ansonsten fand ich es gut, hat mir gefallen. Schöne, interessante Produkte und vor allen Dingen mal ein ganz anderes Thema mit diesem Himmlisch und mit dem Tarot passt es halt sehr gut, weil viele Boxen haben irgendein Thema, aber der Inhalt ist dann null, hat null was mit der Box zu tun. Und bei My Little Box ist es immer so, dass der Inhalt ganz viel mit dem Thema der Box zu tun hat. Und das finde ich persönlich einfach sehr schön. Okay. Also, dann zeige ich euch jetzt die Gambette-Box. Das ist eine Strumpfhosen-Box. Ich hatte die auch mal in der My Little Box drin. Deswegen finde ich, passt das so ein bisschen thematisch ganz gut. Die kommt jeden Monat. Da sind zwei Strumpfhosen drin. Die werden in Italien produziert. Ihr habt quasi so eine Überraschungs-Strumpfhosen-Box. Ich finde das total spannend. Und die schicken mir jetzt immer zwei. Dann kann ich eine an euch verlosen. Die kosten 15,90 €. Ihr könnt aber auch hier 30% sparen. Also sprich, etwas über
etwas so um die 5 Euro. Das heißt, ihr könnt die erste Box so für rund 11 Euro bekommen. Das ist versandkostenfrei, jederzeit kündbar und vor allen Dingen, es geht halt in den Briefkasten rein. Ihr braucht da kein Paket irgendwo abholen oder müsst zu Hause sein. Das finde ich super. So, und ich mache die jetzt einfach mal auf und guck mal, was in diesem Monat drin ist. Denn ich habe selber noch gar nicht reingeschaut. Und dann können wir uns mal gemeinsam überraschen lassen. Ich fand das irgendwie eine richtig coole Idee. Zumal es jetzt so kalt ist, dass ich mir meistens Unterhosen auch Strumpfhosen anziehe. Und dann ziehe ich mir zu Hause halt die Hose aus, aber bin dann halt in Strumpfhose, ne? Zum Beispiel. So finde ich das gut. Und so schaut es aus, wenn man das Ganze öffnet. Da kommt immer eine richtig coole Verpackung drin. Da sind dann Bilder, wo das auch genau gezeigt ist, wie die Strumpfhose ausschaut. Und das Thema ist irgendwie italienisch, denn die haben Namen von Nudeln. Und zwar heißt die eine Strumpfhose Cappellini und die andere heißt Tortellini. Das finde ich ja richtig gut. Die Tortellini hat 40 Dehnen. Die sind nämlich in Italien hergestellt und die andere hat auch 40 Dehnen. Und die fühlt sich so weich an. Das ist der Hammer. Das ist richtig cool. Das ist zu 57% aufs recycelten Polyamid. Ich habe die Größe M. Die passt mir auch richtig gut. Ihr braucht euch das nicht größer oder kleiner bestellen. Und ich verlose auch die Größe M. Tut mir leid jetzt, weil die haben die mir schon zugeschickt. Ne? Das kann man jetzt leider nicht wählen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so 1,70 seid und wiegt zwischen 50 und 75 Kilo, es ist eine sehr große Bandbreite, dann passt ihr in Größe M. Ich blende euch das mal hier ein. Und bei mir passt es auch perfekt. Ich bin so 1,68 groß, wiege so 64, 65 Kilo. Und mir passt es perfekt. Und das ist auch genau eine Größe M. Ne? Also sehr, sehr schön. Und hier seht ihr auch, wie die dann angezogen ausschauen. Also das finde ich sehr gut. Und dann habt ihr hier so ein schönes Muster noch drauf. Und das ist halt eine coole Geschichte, weil man immer was Neues hat. Die fühlen sich total weich an. Die passen auch super unter Hosen. Und halt auch so für drin. Das ist total schön. Mein Mann sagte auch, ey, das steht dir total gut. Die sind total witzig, weil ich hatte sowas vorher nie. Der findet das auch irgendwie ganz cool. Und wir haben hier eine kleine Sneak Peek direkt für den März. Da wird es dann wieder vielleicht eine Kooperation geben. Die kooperieren nämlich auch immer so wieder mit Designern. Aber das finde ich jetzt schon mal richtig schön. Und das werde ich gerne tragen, gerade jetzt im Februar. Finde ich super. Und man hat auch nicht schnell eine Laufmasche drin. Das finde ich auch sehr gut. Ich habe die meistens öfter getragen und ich habe sie bisher noch nicht gewaschen, aber einfach schon ziemlich oft getragen, muss ich sagen. Und bisher hat das immer gut funktioniert. Wenn ihr euch die Box kaufen wollt, schaut einfach in die Infobox. Da habe ich euch das verlinkt. Klickt ihr einfach auf den Link. Ich glaube, dann sind die 30% schon drin. Ansonsten gebt ihr den Code FRANKA30 an und dann ziehen die euch 30% Rabatt ab. Und dann könnt ihr das quasi für 11 Euro, rund 11 Euro mal ausprobieren. Und wenn ihr sie gewinnen wollt, könnt ihr einfach den Hashtag Gambett angeben. Dann wandert ihr auch dafür in den Lostopf. Ihr könnt einfach an beiden Verlosungen teilnehmen. Also es funktioniert dann mit der Verlosung so, ihr gebt einfach beide Hashtags ein. Und da ich zwei Gewinner auswähle, bekommt dann der eine die My Little Box und der andere die Gambett Box. Das ist dann quasi wie ein zweiter Preis, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Verlosung geht natürlich nur für meine Abonnenten. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne hier. Und hier verlinke ich euch nochmal zwei meiner letzten Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und sage Tschüss, bis dann.